Hallo liebe treue Viewer und Duel-Fans, willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! World Duel Carnival. Und als ich das letzte Mal gesagt habe, wir wären jetzt beim Grand Final, da weiß ich noch nicht so recht, weil ich spiele das Ganze ja blind, das müsst ihr wissen. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich der letzte Part schon war, weil schaut mal, wie viele Duelle wir brauchen. 38 steht da. Wenn wir das Ganze mal unter die Lupe nehmen und schauen, was jetzt abgeht, dann glaube ich, werden wir dann aufgeklärt sein, ob das wirklich so sein wird mit dem letzten Part. Yuma Tsukumo. Und zwar hiervon. Nein, 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 lieber drei. Das beschleunigt das Duell. Oder warte, nein, ich weiß es nicht mehr. Mein Kopf explodiert gleich. Astral, Yuma, bearbeitest du so spät noch dein Deck? Die World Duel Carnival Vorrunde fängt morgen an. Ich muss vorbereitet sein. Aber egal, wie sehr ich auch darüber nachdenke, es fühlt sich nie genug an. Das verstehe ich, Yuma, aber vor diesem wichtigen Tag solltest du dich lieber ausruhen. Was ist los? Ist das ein Erdbeben? Nein, es wirkt eher wie ein großes Objekt, das auf den Boden prallt. Du meinst wie ein Meteorit? Was für Boden? Auf die Erde, meinte er wohl, oder was? Rio Castle, trag diese Taschen auch noch, ja? Reginald Castle, warum muss ich überhaupt zu deinem Shopping-Spaß mitkommen? Hey, du wolltest doch heute mit mir abhängen, oder nicht? Ich wusste ja nicht, dass du mich als Kofferträger benutzen würdest. Was ist los? Sie kommen in diese Stadt. Viele Leute werden besiegt. Rio, ist alles in Ordnung? Kai Tenjo, Orbital, hast du irgendwelche Daten zur Ursache dieses Aufpralls? Orbital 7, ja, Meister Kai. Anscheinend ist außerhalb der Stadt ein Meteorit eingeschlagen. Ein Meteorit? Wir brauchen sofort eine Analyse. Verstanden. Oh. Was ist das denn? Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Ich bekomme Messwerte von extrem hohen Energieflüssen. Holy shit. Kazuma Tsukumo, Das ist ja. Ich verstehe, die Zeit ist also gekommen. Astral, bitte hilf meinem Sohn. Nun liegt es alles bei dir, Yuma. What the fuck was that? Was zur Hölle war das eben? Naja, aber wir müssen tatsächlich 38 Duelle meistern, um, naja, denke ich mal, mit dem Spiel abzuschließen. Aber schauen wir uns erstmal das Standarddeck an. Oder was es auch immer ist. Das Deck von Tyson. Wenn Monster mit 1400 oder weniger Attack als normal beschworen, zerstöre die beschworene Monster mit 1400 oder weniger Attack. Diese Karte muss offen auf dem Spielfeld liegen. Okay. Ja, so wird es also. Dann wird es doch wesentlich länger sein als erwartet. Und das tut mir leid, wenn ich so voreilig war. Aber so musste es halt kommen. Max C. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers kannst du diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen. Wenn dein Gegner in diesem Spielzug Monster als Spezialbeschwörung beschwört, ziehe sofort eine Karte. Kartenauto D kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Während deiner Main Phase, falls diese Karte in diesem Spielzug als Normalbeschwörung beschworen wurde, du kannst diese Karte als Tribut anbieten, ziehe zwei Karten. Dann beginnt die Endphase. Okay, du kannst in dem Spielzug, in dem du diesen. Okay. Keine Monster spezial beschwören. Wen haben wir hier noch? Diamant Direwolf. Edelstein Ritter Perle. Feenkönig Alpferdich. Du kannst Alexis-Material von dieser Karte abhängen. Alle Nicht-Erde-Monster, die sich derzeit auf dem Spielfeld. Oh, tut mir leid. Verlieren 500 Attack und Death. Auf die Zenmai-Minen. Gut. Dann mal auf in ein Duell und
Wie machen wir das? Werde ich die Duelle in separate Links einteilen oder werde ich sie gleich mit ins Video aufnehmen? Ach, schauen wir mal einfach. Ich duelliere mich jetzt gegen Alito. Komm her. Ich glaube, fürs Erste werde ich mal vier Duelle machen. Oh, hi. Hast du ein Mädchen engelsgleicher Schönheit gerade hier vorbeikommen sehen? Sie war so graziös und himmlisch engelsgleich. Sie hinterlässt diesen süßen, angenehmen Duft. Sitzend und stehend erinnert sie an eine Rose, gehend an eine Lilie. Was? Du weißt immer noch nicht, von wem die. Doch, ich weiß schon. Tori Meadows ist das doch. Wie kann ich das einem so einfachen Gemüt wie dir nur erklären? Moment mal. Du bist ihr nicht vielleicht verfallen, oder? Behauptest du, sie war nicht hier, um mich zu täuschen und sie für dich allein zu behalten? Sollte dies so sein, kenne ich keine Gnade. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um dich meine Romanze nicht zerstören zu lassen. Beruhig dich, Junge. Gute Gelegenheit, um das Deck mal auszutesten. Ich werde vier Duelle in dieses Video reinpacken, dann. Ich werde dich pulverisieren. Und ich glaube, unser Charakter hat gar keine Animationen, keine Dialoge. Also frage ich mich, ob es sinnvoll ist, jetzt nochmal Animationen und so weiter anzumachen. Also komm raus, Königstiger Wang Hu. Eine Karte verdeckt, die lege ich auch mal verdeckt und das war's. Die restlichen Duelle, also die restlichen 33, werde ich in sogenannte Bonus-Videos packen, weil das dann deutlich zu viele Parts werden würden. Es würde dann, was weiß ich, wie viele ergeben. Jetzt sind es 46, also dann würden es 80 werden und das ist mir deutlich zu viel. Dann werde ich das Finalvideo, also das wirklich allerletzte Duell in der Story, werde ich dann aufnehmen und erst dann das Let's Play beenden. Das heißt, es werden doch nur um die 50 Videos werden von diesem Let's Play. Aber jetzt erstmal zurück zum Duell. Wenn diese Karte dann wie der Kampfschaden zufügt, ja, dann kommst du jetzt raus. Kiku, Geistzerstörer, und ich greife jetzt an. Autsch! Lass uns an diesem Duell noch viel mehr Spaß haben. Ja, den Effekt werde ich gleich mal benutzen. Und das Monster entfernen. So, wen könnte ich jetzt noch? Oder wen würde ich jetzt? Diamant Direwolf? Wirklich? Nein. Okay, los geht's. Er ist jetzt dran. Weil sonst wird es zu eintönig. Wisst ihr, wenn ich diese hohe Anzahl an Duellen jetzt hochlade, alle einzeln, und wir sehen gar keine Animation und gar nichts von unserem Charakter, dann wird es irgendwann richtig langweilig, das sage ich euch. Aber der Duellen zuliebe werde ich sie doch in nicht gelisteten Videos hochladen, aber ihr könnt sie in den Links dann anklicken. Ich werde sie dann auch in die Beschreibung dieses Videos setzen. Von daher werdet ihr nichts verpassen. Nichts auf der Welt. Jetzt nochmal ein Königstiger Wang Hu. Und ja, ein Angriff. Los.
Das wird ein intensives Duell. Das denke ich nicht. Denn es ist bald vorbei, Alito. Das Duell hat soeben angefangen, aber du bist schon bald... Ja, Schnee von gestern. Spielfeldzauber aktiviert, Rangsteigerungszauber Barians Kraft. Erscheine unermüdlicher Boxer, Switch Hitter. Jo, ich aktiviere jetzt Bodenlose. Und das war's, glaube ich. Wenn wir jetzt nur noch... Nee, ich greife jetzt einfach an. Hier. Du kommst jetzt dran. Königstiger Wang Hu. Zerstöre sein Glaskin. Und jetzt nochmal ihr beiden. Und das Duell ist beendet. Also gehört diese Reihe jetzt eher zu den Bonusvideos und eigentlich war Part 46 schon das Finale. Aber macht ja nichts, dann dann machen wir jetzt einfach aus Part 46 das Finale und das, ja, wie schon eben gesagt, oh, du bist ganz schön stark. Ich habe seit Urzeiten kein so erfrischendes Duell mehr erlebt. Du hast mein Herz gewonnen. Von diesem Tag an bist du mein süßer Engel. Alles der Reihe nach. Wie lautet dein Name? Deine Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum? Nein, bleib hier. Fail. Okay, verstanden. Du brauchst mir dein Geburtsdatum nicht zu nennen. Und du kannst dieses Herzstück bekommen. Mein Herz gehört dir. Bitte nimm es als Beweis meiner endlosen Liebe. Okay, okay, ich bin schon ruhig. Ach, Schmerz, unerwiderte Liebe, ich werde ihn ertragen, irgendwie. Ich bin schon glücklich, wenn du den World Duel Kanal für mich gewinnst. Hm, erwarte ich zu viel? Aber es sollte für dich kinderleicht sein, du hast mit mir kurzen Prozess gemacht. Also schaffst du es, Thais. Ein Herzstück. Okay, dann sind es tatsächlich 38 Duelle und ich duelliere mich jetzt gegen Quinten. Dauert mir viel zu lange. Misa. Dann nehmen wir jetzt alle die Duellanten vor, die wir noch nie duelliert haben. Oh, wo ist das hier? Wer bist du? Hey, dich kenne ich doch. Du willst dich mit mir duellieren? Boah, interessant. Du bist entweder ohne Furcht oder dumm, mich zum Duell herauszufordern. Was ist los, der Tachyon-Drache? Hört auf dich? Ah, ich verstehe. Du hast das Potenzial dazu, Galaxieaugen benutzen zu können. In diesem Fall sollten wir uns duellieren. Du bist damit einverstanden, oder? Sehr schön, zeig mir, was du kannst. Ich kenne sie oder ihn aus der Hinsicht, dass ich es mal im japanischen Trailer oder wo auch immer gesehen habe. Ja, aber man kann ihn ja nur duellieren und nicht seine eigene Geschichte als Charakter irgendwie durchspielen. Und daher finde ich das schade. Das hätten die Macher schon ruhig als Charakter drin lassen können.
den man dann anschließend auch durchspielen kann. Also selbst durchspielen kann. Kein Spieler kann Monster als Spezialbeschwörung beschwören, wenn diese Karte aufgedeckt wird, zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld. Hört sich gut an. Dann lege ich mal ein fossiler Pachycephalosaurier in Verteidigung. Und Spielkraft auch verdeckt. Bemühe dich wenigstens, ich bin dran. C. Zeig dich ein Monster in Angriffsposition. Kämpfe gegen mich. Wenn ich jetzt Königstiger Wang Hu beschwöre, ein Monster mit 1400 oder weniger Attack. Ja, zerstöre die beschworenen Monster. Setz eine Karte, noch eine. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was du für ein Deck hast. Ist es ein Feendeck, ein Lichtdeck oder... Zeig's mir. Dann zerstöre ich die Karte. Ruf der Gejagten, ich beschwöre Königstiger Wang Hu und greife dein Monster an. Ich verstehe. Zug beenden. Bei einem Duell geht es darum zu gewinnen. Ich bin dran. Zieh. Bei einem Duell geht es darum, Spaß zu haben, okay. Und vor allem sich mal anzustrengen. Was soll der Kack hier? Komm raus, fossiler Pachycephalosaurier. Boah. Jetzt habe ich es doch gerade vergessen. Hier Fail. Hä? Ach so, ich dachte nur, wenn Spezial beschworen werden. Ach, okay. Mein Fehler, tut mir leid. Daneben Angriff auf die Lebenspunkte und zwar direkt. Und wie gesagt, ich finde es richtig schade, dass auch Misa nicht aufgenommen wurde von den europäischen, also von Konami eigentlich. Ja, dass sie entfernt wurden einfach. Aus unbekannten Gründen oder aus freiem Willen oder wie auch immer. Ich hätte es richtig spannend gefunden, was die drauf haben. Anders als die bereits bekannten Duellanten. Und somit sind es ja eigentlich nur 11. Der 12. Charakter ist doch nur der eigene Charakter, also vom Spieler, der vom Spieler erstellt wurde, und das ist nicht so, also das ist zwar, nee, das ist nicht so originell. Das ist, im Gegenteil, ist es eigentlich, ja, da wurde doch irgendwo geschissen, weil die haben doch gesagt, es sind doch 12 Charaktere aus dem Anime. Und der hier gehört garantiert nicht zu unter die bekannten Charakteren. Und Angriff. Oh, Spielkraft. Wer hätte das gedacht? Aha, von meiner Hand aktiviere ich eine Zauberkarte. Ich warte mal ab, bis er Xyz beschwört. Ich aktiviere jetzt einfach Spiegelkraft. Hub der Gejagten von mir aus.
könnte aber sein, dass ich diese Bonusduelle nicht. Komm, Radius, der Halbmonddrache. Nicht sofort hochladen werde, sondern erst im Laufe der Zeit. In der Zeit werde ich schon andere Let's Plays anfangen oder. Ja. Ja, oder was da auch immer kommen mag. Das Let's Play von Yu-Gi-Oh! World Duel Carnival ist dann somit beendet. Also das offizielle. Damit hat sich das auch erledigt. Aber wie gesagt, ich werde die fehlenden Duelle dann in die Beschreibung setzen. Und ihr könnt es euch dann ansehen. Könnt ihr euch dann alle ansehen, wenn. Ja, wenn ihr alle mögt, dann klickt sie euch an, schaut sie euch an. Ich glaube, fürs Erste werde ich mal das Spiel lassen, mal ein bisschen wegtun. Und ab und zu werde ich mal wieder Videos hochladen, dann sage ich auch Bescheid. Was macht die Karte eigentlich? Hast dein Gegner ein offenes Exit-Muster kontrolliert, kannst du diese Karte von deiner Hand beschwören. Was? Okay. Radius, der Halbmonddrache. Eine Karte, die wir noch nie zu Gesicht bekommen haben. So, und Wiedergeburt, nee, Moment. Doch, dann muss ich einen Königstiger Wang Hu holen. Das mache ich auch jetzt. Und Angriff. So macht man das. Ich bin ein stolzer Krieger. Jetzt bist du dran und zeig deine letzten Züge. So ist es also gekommen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als ernst zu machen. Zieh! Pass auf, ich beschwöre ein Monster in Angriffsposition. Oh, ich könnte so viel dagegen unternehmen, aber daneben bodenlose Fallgrube. Und ich würde sagen, das war's dann für dich, Misa. Du warst ein mieser Duellant. Haha, was für ein tolles Wortspiel, ich weiß. Ja, du! Das war's für mich. Sein Ziel, aufgrund von Gefühlen aus den Augen zu verlieren, ist ein schwerer Fehler. Ach was. Ich war nicht in meiner wahren Form, aber trotzdem, gegen dich zu verlieren. Klar, dass der Tachyon-Drache auf dich hörte. War es Tyson? Du hast sicher, was erforderlich ist, um Galaxieaugen zu verwenden. Aber deine wahren Fähigkeiten sind noch verborgen. Gelange bis ganz zum Ende des World Duel Carnival, Tyson. Da triffst du einen Galaxieaugenbenutzer.
Wenn du ihn besiegst, wird damit dein verborgenes Potenzial offenbart. Sobald du Galaxieaugen kontrollierst, werden wir ein richtiges Duell bestreiten. Ich werde dich dann herausfordern. Ich kann diesen Zeitpunkt kaum erwarten. Aha, dann sehen wir den im Finale des WDC dann, oder was? Okay, dann ein weiteres Herzstück. Speichern wollen wir mal lassen. Und los geht's zu Flip Turner. Hier sehen wir uns ein weiteres Mal, du kleiner Zwerg. Hey Yuma, was machst du denn hier? Hä? Ich hab mich geirrt, du bist gar nicht Yuma. Wie kann ich dem denn ähnlich schauen als eigener Charakter? Wenn man genauer hinsieht, seht ihr euch irgendwie ähnlich und doch wieder nicht. Außerdem habe ich Yuma noch nie mit so einem Hut gesehen. Aber hey, einen Moment. Man muss hinter die Worte schauen und die versteckte Kehrseite finden. Tust du etwa nur so und bist in Wirklichkeit der echte Yuma? Ha, jetzt weiß ich, was dahinter steckt. Du wolltest nur nicht so oft herausgefordert werden, weil du Angst um das Herzstück hast. Dich mit Lügen vor einem Duell zu drücken, du musst ja wirklich unsicher sein. Und das ist meine Chance. Los, duellieren wir uns, es geht um die Herzstücke. Fangen wir an. Ich sehe Yuma überhaupt nicht ähnlich, ey. Ich kann nicht mal meine eigenen Augen erkennen an meinem Charakter. Also was zur Hölle laberst du, Flip? Alles hat zwei Seiten. Dein Name hat auch zwei Seiten. Flip und... Nee, eigentlich nicht. Das ist nur so eine Art Synonym oder so. Ah ja, Max C haben wir hier. Dann Kartenautor D. Okay, dann lege ich mal diese zwei hier verdeckt. Und Kartenautor D. Von dem aktiviere ich jetzt den Effekt. Was macht die? Jedes Mal, wenn ein Gegner in diesem Spiel ist. Okay. Passt schon. Zwei Karten. Jetzt bist du dran, Flip. So läuft das. Von meiner Hand aktiviere ich eine Zauberkarte. Finsterfesseln, Friedensbote. Nächtlicher Angreifer. Ich glaube, den wird er jetzt setzen. Ja, oder ich weiß gar nicht, welche Karte das ist, aber bestimmt die. Ah, drei Karten verdeckt. Dafür werde ich jetzt nicht mystischer Raumtelefon aktivieren, oder? Doch, ich überlege es mir nochmal. Dann komm du raus, Donnerkönig Raio. Okay, das war schon mal ein Anfängerfehler wie Typen von dir. Wie von Typen wie dir, meine ich. Lol. Und jetzt lohnt es sich, mystischer Raumtelefon zu aktivieren. Ich zerstöre die Karte. Aha, mystischer Zylinder, eine miese Karte, eine miese Strategie. Probier mal, was dahinter steckt. Zieh. Ah, Marshmallow. Nee, das werde ich verhindern. Ernste Warnung, du kommst jetzt dran. Niemals! Und das müsste dann nächtlicher Angreifer sein. Fossiler Pachycephalosaurier. Mein Gott, ey, was für ein Name. Greif sein verdecktes Monster an. Oh, ganz toll. Magischer Zylinder. Okay, dann werde ich mal eine Bürde des Mächtigen aktivieren. Und meinen Zug beenden. Diese Situation muss nicht so bleiben. Ich bin dran.
Jetzt habe ich flipsweise Worte übersprungen, tut mir leid. Ich setze eine Karte. Tja, jetzt liegt es an die, bei dir, Donnerkönig Raio. Komm raus und greif sein Monster an. Oh, Albtraumrad. Ich hätte wohl zuerst die hier verdecklegen sollen, feierliches Urteil. Macht jetzt nichts. Probier mal, wie das schmeckt. Ich habe gelesen, probier mal, was dahinter steckt. Also davor. Dann die Grundattack schrumpfen. Nee, das brauche ich nicht. Ich bräuchte jetzt ein anderes Stufe 4 Monster und dann könnte ich ihn endlich besiegen. Ich setze ein Monster verdeckt. Ich denke mal, das wird ein langes Duell. Oder wir verlieren sogar. Pinguinsoldat. Von mir aus. Ja, ja. Sehr schön. Gut, gut. Das hatte ich geplant. Zählt er die nochmal verdeckt? Ach. Friedensbote. Nee, dagegen habe ich was einzuwenden. Hier, feierliches Urteil. Sieh es selbst. Fremdenführerin aus der Unterwelt, du kommst jetzt raus. Ich aktiviere den Effekt. Beschwöre noch eine Fremdenführerin in Angriff und greife dann an. So. Ach, noch ein Albtraumrad. Mann, wann hört's denn endlich auf hier? Daneben Exis-Beschwörung. Exis-Beschwörung und zwar
Zen-Mai-Meme, oder? Ja, Zen-Mai-Meme. Aufzieh Zen-Mai-Meme. Den Angriff. So, und jetzt noch eine Bürde des Mächtigen und Zug beenden. Tja, bloß schade, dass daraus nichts wird. Denn ich aktiviere jetzt Effektverschleierin. Aha. Solche fiesen Tricks. Ich hab schon einen Plan und ich werde seine Ausrüstungskarte zerstören. Noch ein Monster. Okay. Und jetzt kommst du dran, Donnerkönig Raio. Dann aktiviere ich Schrumpfen für Pinguinsoldat. Genau. Flippe Max C und greife anschließend an. Zuerst Max C sein Pinguinsoldat. Autsch, mir geht das immer noch gut. Sein verdecktes Monster gehört dir, Raio. Und du, Zenmai. Am liebsten würde ich jetzt seine Lebenspunkte angreifen. Aber zuerst das Monster. So, jetzt beeil dich mal, Flip. Du bist dran. Okay, dann machst du es mir umso leichter, denn ich gewinne jetzt dieses Duell. Angriff. Zuerst du, Raio. Dann Max C. Und zu guter Letzt du, Zen-Mai-Meme. Es muss doch noch eine andere Seite geben. Ich hab verflixt nochmal verloren. Warum habe ich verloren? Irgendwas läuft hier schief. Was? Ich hab verloren? Heißt das etwa, du, Yuma, hast mich angelogen, du wärst nicht Yuma. Nur damit ich denke, du hättest Angst, dich einem Duell zu stellen. So, dass ich mich sicher fühle und dich herausfordere. Das war alles nur Teil deines Plans, viele Herzstücke zu erhalten, nicht wahr? Du hast eine List hinter einer anderen List versteckt, das habe ich nicht kommen sehen. Ah, wie frustrierend. Und auf ins letzte Duell in diesem Part. Und wir fordern jetzt The Sparrow raus.
Duell. Ha! Teuflischer Lakai von Furious Max. Ich werde dir dein teuflisches Geschäft hier vermiesen. Du wirst dem Gesetz nicht entkommen. Mach dich bereit, Schurke. Hä? Yen, es ist Sparrow. Sowas von cool. Duellier dich mit mir. Duellier dich mit ihm, Sparrow. Oh, tut mir ja so leid. Ich fürchte, es gab kein kleines Durcheinander. Vielleicht kannst du mir aushelfen. Wärst du einverstanden, wenn wir uns hier und jetzt duellieren würden? Die Wahrheit ist, dass ich meinen Fans versprochen habe, meine Duelle fortzuführen. Ich konnte nur keinen Gegner finden und wusste mir keinen Rat, was zu tun war. Du wirst es tun? Yippie! Ich bin Sparrow, freut mich. Freut mich auch, The Sparrow. Duelle sind deutlich zu lang, deswegen werde ich die alle in eine Bonus-Playlist packen. Und das letzte Video davon wird dann auch Bonus-Finale heißen, okay? Machen wir das so, dann haben wir endlich einen Konsens gefunden. Okay, dann sind zu einem Konsens gekommen. Zuerst meinetwegen Fossila Pachycephalosauria, ey, zum x-ten Mal wieder versprochen. Und ja, du bist dran. Zeig mir dein, was du kannst. Was hat der gerade hingelegt? Kaiserliche Eismauer. Karten können nicht verbannt werden. Ach so. Ja, dann Buch des Mondes und nächtlicher Angreifer. Gedankengang, dann machen wir mal Stufe 8. Ha, ach shit, Stufe 10, ich hab's verguckt. Egal, aber Bodenlose habe ich nicht umsonst hingelegt. Die Karte hätte sie auch zerstören können, macht nichts. Okay, dann bist du dran, Donnerkönig Raio. Greif sein ungeheuer Krieger Puma an. Dann lege ich noch die beiden hier verdeckt. Und beende mein Zug. Dann bist du an der Reihe, Königstiger Wang Hu. Und ein weiterer Angriff, hier und jetzt. Dann kommst du, Kartenauto D, und beenden wir dieses Duell. Ach. Mann. Nein, dann nicht.
Es war schön mit dir, der Sparrow, aber auch dich haben wir letztendlich schlagen können. Irgendwie, so dass wir sogar unsere 8000 Lebenspunkte behalten konnten. Und du gehst zugrunde. Ich konnte nicht gewinnen. Bist du in Ordnung, Sparrow? Oh nein, der Sparrow hat das Duell verloren. Kein Grund zur Sorge, meine treuen Fans. Seid versichert, dass er nicht der Lakai von Furious Max ist. Es ist der Tuschel. Dein Name ist Tyson. Er ist mein neuer Freund. Sein Name ist Tyson. Wir zwei werden Heartland City beschützen. Feuert uns beide bitte an. Ach, so war das. Okay, Sparrow. Wir zählen auf dich, Tyson. Tut mir leid, dich in das alles zu verwickeln, aber ich bin glücklich festzustellen, dass du einen guten Charakter besitzt. Ich möchte für alle ein Symbol der Hoffnung sowie einer glorreichen Zukunft darstellen. Als wir uns duellierten, fühlte ich, dass du meinen Wunsch teiltest, Tyson. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich nahm an WDC teil, aber ich habe zu viel zu tun und daher keine Zeit. Würdest du an meiner Stelle an den Championships teilnehmen? Dies ist mein Herzstück, du kannst es haben. Duelliere dich, um allen Hoffnung zu geben. Sparrow, hast du es vergessen? Du musst dich in eine Siegespose werfen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, du hast recht. Lass uns das zusammen machen, Tyson. Auch heute kämpfen wir für Gerechtigkeit und für jeden von euch. Wir stellen sicher, dass Heartland City eine friedliche Stadt bleibt. Jawohl! Nette Pose allerdings. Gut. Dann sehen wir uns bei Part 2 der Bonusvideos von Let's Play Yu-Gi-Oh! World Duel Carnival. Ciao!